Ta-da-da-da! Es ist da! Bettina Das neue Buch von Sabine Bredemeier und Schewitz. genau, und so sieht es aus. Nicht nur so im Hintergrund, sondern es gibt es wirklich. Es ist live und in Farbe zu haben und man kann es durchblättern. So, jetzt hast du schon eine Vorstellung davon. Jetzt möchtest du vielleicht wissen, wie wir dazu gekommen sind. Sabine. Abgesehen davon, dass unser Verlag uns gedrängelt hat, so ein Buch zu schreiben, das darf man nicht vergessen, sonst wäre es nämlich nicht entstanden, waren wir beide als Expertinnen für diese Themen sehr schnell dabei und haben unsere Struktur gemacht. Und innerhalb von, ich glaube, ein, zwei Tagen, Bettina, hatten wir die Struktur und haben sehr schnell festgestellt, dass wir uns fantastisch ergänzen. Weil diese 7 Kapitel, die wir da zusammengestellt haben, waren flugs aufgeteilt. Du die, ich die und dann haben wir losgeschrieben. Ja, das war wirklich für uns beide eine ganz faszinierende Erfahrung. Wir sind beide erfahrene Online-Trainerinnen. Wir bilden auch andere Online-Trainer aus und wir erklären Unternehmen, wie sie sich online gut präsentieren vor der Webcam, wie sie gut moderieren ihre Meetings. Und doch haben wir sehr schnell festgestellt, dass wir ganz unterschiedliche Schwerpunkte abdecken. Also bei Sabine, sie ist sehr stark, wenn es um die Moderation geht, um das Miteinander im Online-Meeting, in Sachen Methodik und Didaktik. Ja, und Bettina ist die Fachfrau in Technik, in Schönheit. Wie gestalte ich meinen Hintergrund? Wie gestalte ich mich? Wie komme ich richtig gut rüber? Also das hat auf den Punkt gepasst und deswegen ging es auch super schnell, Bettina, ne? Ja, und Präsentationen und Aktivierungen der Teilnehmer haben sich auch sehr schnell herausgestellt, sind eine Stärke auf meiner Seite. Und das war sehr cool, weil wir beide mehr oder weniger die gleiche Menge Schwerpunkte hatten und deswegen sagen konnten, den Teil schreibst du, den Teil schreibe ich und dann gucken wir gemeinsam da noch mal drüber. Genau. Und wir haben ja beide vorher schon Bücher geschrieben. Bettina, ich weiß nicht, wie lange hast du an deinem ersten Buch geschrieben? Waren ziemlich volle 9 Monate, würde ich sagen. Da warst du schon super schnell. Ich habe 2 Jahre gebraucht und wir haben nur 3 Monate gebraucht. Das ist Ja, irre schnell. jetzt müssen wir natürlich dazu sagen, das ist erstens ein Pocket-Format, das heißt, es ist kleiner, es ist handlicher. Dann, und das wirst du sehr schnell feststellen, haben wir Snack-Content produziert, das heißt immer schöne kleine kurze Punkte, die Tipps sind durchnummeriert und damit kannst du schnell zwischen 2 Meetings, wenn du kurz Zeit hast, einfach ein paar Punkte für dich ausprobieren und sagen, okay, der passt zu mir und der vielleicht nicht. Genau, und dadurch, dass wir, wie wir eben schon gesagt haben, uns so gut ergänzen, habe ich natürlich von Bettina auch noch was dazugelernt. Und sie hat mich eben vorher gefragt, was sind denn so deine Lieblingspunkte da drin? Und da sind natürlich einige von dir, Bettina, weil ich das auch vorher noch nicht gewusst habe. Also gerade was Technik angeht, da bist du ja der absolute Experte, die Expertin. Und ja, da gibt es schon einige Punkte, die ich mir auch vor meinen Meetings jetzt nochmal angucke. Und aus dem Gelernten habe ich auch schon Konsequenzen gezogen. Also ich glaube, meine Bildqualität ist besser geworden. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Also das sind meine Lieblingstipps. Was sind denn deine? Du, meine Lieblingstipps sind es einfach wirklich nochmal, sich mit den Lerntypen auch auseinanderzusetzen. Da hast du noch ein bisschen mir voraus, was das Fachliche angeht. Wirklich so, wie können wir die Teilnehmenden wirklich erreichen und in so ein Thema magisch reinziehen, indem wir sie einfach auf ihre Lern- und Denkebene ansprechen und ihnen letztendlich die Dinge so vermitteln, dass sie sie leicht und spielerisch lernen können. Genau, und dann, da kommen nämlich deine Aktivierungen ins Spiel. Je nachdem, mit welchen Typen du es zu tun hast oder welchen Wahrnehmungstypen du in einem bestimmten Design erreichen möchtest, suchst du dir vorher deine Aktivierung aus deinem Online-Burger, für den mache ich jetzt auch nochmal Werbung, der ist nämlich super. Und mit diesen unterschiedlichen Aktivierungen kannst du auch ganz unterschiedliche Typen erreichen. Und was es für Typen gibt und wie man sie erreicht, steht auch in unserem Buch. Genau. Also, das ist im Endeffekt etwas, was du wie eine Checkliste nach und nach abarbeiten kannst, dir die einzelnen Punkte durchlesen kannst und vielleicht einfach markierst. Und das finde ich auch sehr cool. Das Buch ist kein Hochglanzpapier irgendwie mit gelackter Oberfläche, sondern eine
gut beschreibbare Papierqualität. Da kannst du mit einem Textmarker arbeiten, ohne dass es abfärbt. Du kannst reinschreiben und das möchten wir dich auch bitten zu tun. Arbeite mit diesem Buch. Wenn Tipps für dich nichts sind, mach ein Smiley, der die Mundwinkel runterzieht. Wenn du einen Tipp besonders cool findest, mach eine kleine Glühbirne daneben. Was auch immer, aber nutze dieses Buch und arbeite aktiv damit. Es könnte ja jetzt sein, also nur für den Fall der Möglichkeiten. Du möchtest dieses Buch kaufen. Dann würde es total helfen, wenn du da unten auf den Link klicken würdest. Wow. Denn da findest du den Link, wo du dieses Buch kaufen kannst. Aber ganz kurz, du kannst es natürlich bei uns Autorinnen bestellen. Variante 1. Variante 2, du kannst es beim Verlag bestellen. In dem Falle Business Village. Variante 3, mach den Buchhändler bei dir vor Ort im Laden glücklich. Der hat über Corona eh genug gelitten, dann bestell es bitte dort. Und du kannst es, das ist die letzte der möglichen Varianten, natürlich auch bei Amazon bestellen. Da hat dann Amazon am meisten von, aber wir würden uns dann freuen, wenn du es bei Amazon kaufst, wenn du uns Autorinnen hinterher noch ein klein bisschen zurückgeben würdest in Form einer Rezension. Denn bei Amazon eine Rezension sorgt dafür, dass das Buch häufiger ausgespielt wird, mehr Leute davon erfahren und am Ende der Verlag und wir ein bisschen mehr Umsatz haben. Also, wenn du dieses Buch haben möchtest, hier unten ist der Link. Und wenn du Fragen hast zum Thema, Sabine, dann sind wir Ansprechpartner für dich. Melde dich bei uns, unsere Kontaktdaten findest du auch hinten im Buch. Und dann wünschen wir uns alle bessere Online-Meetings in den nächsten Wochen. Alles Liebe!